stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Hundreds of thousands of colonists left to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Looks to be your lucky day, my friend. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status: structural integrity down 25%. Power levels down. Shit. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler.
His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All of the colonists are counting on you. Oh, wo bin ich? Schnell raus aus dem Ding hier. Ah, you landed good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Die Outer Worlds. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu diesem actiongeladenen Science-Fiction-Rollenspiel aus dem Hause Obsidian Entertainment. Unter anderem auch die Macher von Fallout New Vegas. Und ich würde sagen, bevor wir lang schnacken, lasst uns gleich loslegen. Wir haben den Captain Hawthorne. Und weil er sich so schwer aussprechen lässt, nenne ich ihn einfach Captain Arschkorn. Leider etwas erdrückt, aber selber schuld, wenn er am Signal stehen bleibt. Also wir können da nichts dafür. Mal schauen, was das noch für Konsequenzen nach sich ziehen wird. Denn in diesem Spiel geht es darum, sehr, sehr oft Entscheidungen zu treffen, die dann das Spielgeschehen beeinflussen und man halt auch die Konsequenzen tragen muss. Von daher bin ich mal gespannt, was uns das liebe Entwicklerstudio hier gebastelt hat. Zur Grafik, ich glaube, ihr müsst mir alle zustimmen, es sieht mega, mega geil aus. Ich habe hier schon mal ein, zwei Minuten angespielt und ja, schon der erste Anblick hier, wenn man ankommt, sehr überwältigend. Müsst ihr mir, denke ich mal, zustimmen. Wir schauen gleich mal, wo es hier lang geht. Was haben wir denn da Süßes? Hallo? Kann man dich fangen? Nein, anscheinend nicht. So, Springen und Ducken kriegen wir auch schon hin. Ende Oktober bereits erschien das Spiel. Erhältlich für die PlayStation, die Xbox, den Computer und auch die Nintendo Switch. Was ich sehr überraschend finde. Da hinten sehen wir auch schon was oder jemanden besser gesagt. Dem scheint es aber nicht mehr so gut zu gehen. Hat auf jeden Fall jemand die Beine abgehackt. Eventuell hier reingehauen und gekocht? Man weiß es nicht. Benutze beim Schleichen hohes Gras, Felsen oder andere Deckungen, um dich vor Gegnern zu verstecken. Das schaffen wir doch. Ich höre auch schon die ersten. Ah, da vorne. Ein Scheuermöter. Komisches Vieh. Dann schleichen wir uns mal vorbei. Oh, aber hier ist kein hohes Gras mehr. Versuchen wir es mal hier an der Felswand entlang. Dann werden sie uns wohl hoffentlich nicht entdecken. Uiuiui, das war ganz schön knapp. Fahrt zum Schiff. Okay, wir wollen anscheinend zum Schiff. Noch so ein kleines. Wie heißen die? Sprat. You see now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Ja, ganz normale Nebenwirkung, ne? Wer kennt die nicht? Hab ich fast jeden Tag von Aspirin. Huh? Hätte ich hier irgendwie anders runterkommen können? Oder war das nur da, damit man mir zeigt, wie ich Leben auffülle? Ja, das ging ganz fix. Wache Pelham. Wir sollen aber hier drüben lang, aber der scheint nicht böse zu sein. Hey, you, come here. Na, dann gehen wir doch mal rüber. Grüß dich, mein Guter. You've tried the best now.
Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stinks. Ich würde sagen, wir flicken ihn erstmal wieder zusammen. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Wie fühlst du dich? Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Das ist schon ein ganz schöner Kloppi. Was hat es mit diesem Plünderern auf sich? Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics. With guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ob er uns seine Waffe gibt. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Denk mal eher nicht, aber mal schauen. Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Da freut er sich. Kannst du mir sagen, wo ich bin? You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Weißt du etwas über die Hope? The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Dann gehen wir mal. Ja, das ist ja sehr nett von ihm. Da haben wir direkt eine Waffe bekommen. So können wir zielen. Wir sollen wahrscheinlich hier drauf schießen, um den Weg frei zu machen. Ich würde natürlich mal gucken, ob hier dahinter noch... Ne, das ist wieder bloß so ein kleines, süßes Etwas. Also die sind nicht gleich dahinter. Wir müssen uns nicht direkt kampfbereit machen. Er hat ganz schön viel Vertrauen in uns. Wir könnten ja auch bestimmt diesen machen. Schwierige Entscheidung. Was sagt ihr?